Ja, Iserlohn, ich habe eine Idee, deswegen fühle mich ein bisschen. Geht jetzt weiter, keine Ahnung, ob es eine ganze Folge wird, 5 Minuten, 6 Minuten. Auf jeden Fall wird es ein harter Trick, weil der Schwung ein bisschen schwierig ist. Und ja, weil ich in Iserlohn bin, ich wirklich weiß, was ich hier machen soll, mache ich jetzt immer hier so einzelne Tricks, die schwierig sind. Und der ist sehr schwer und deswegen probieren wir den jetzt. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich. Hat der Peter Lipscheid gemacht. So. Und genau an dem Ding, da raus, Becktail, und das ist das, was wir heute vorhaben. Ja, Peter hat vorgelegt, wir legen nach. Was ist jetzt? Was ist die jetzt? Nee. Die werden mal gucken, wenn ich schauen muss. Ja, das wird schwieriger, schaffen wir. Ich hab noch einen Schritt Anlauf. Das ist voll übel. Ja, sehr. Der ist denn so krass, musst du richtig hart machen, dass der drehen soll. Nebenbei. Ja. Fühlt sich an, als könnte ich den stehen, aber irgendwie geht's doch nicht. Das ist cool. Immer wenn ich lande, denke ich, ich stehe, aber nein. Das fühlt sich so gut an. Ich stand echt gut und dann bin ich geblieben. Ah, roll nicht weg. Boah, ich war so viel Soda, Alter. Ich bin von oben drauf. So ist das am besten. Geil mitgerechnet. So. Wir haben's. Alles so schwer. Wenn die Kids weg sind, zeige ich euch die Anfahrt. Da ist nur ein Schritt. Nee, seid nicht im Bild. Könnt ruhig gehen. Ich bin im Bild. Genau, ich zeige euch jetzt mal die Anfahrt. Die ist original. Stellt nicht scharf. Da. Da angelaufen. Nicht klar. Egal, das ist draufspringen. Da ist das Ding an und jetzt passt mal auf. Das Schwere ist, seht ihr das, wo ich abspringen muss. Da springe ich ab und bin voll auf mit der Hacke dagegen. Aber genau, die Rampe, Schwung. Ja, jetzt üben wir noch einen anderen. Aber korrekt. Und angucken muss ich mir den auch noch.
Kickflip K-Grind wäre noch eine Idee. An der Curb da hinten. Aber wir gucken noch. Ansonsten war es das für heute.